Tja, wo bin ich wohl? In der Einbecker Kaffeerösterei. Ja. Das hat nämlich Herr Pohl gerade gesagt. Und ich habe hier etwas in der Hand, ein Espresso mit einer Eiskugel. Und das schmeckt echt gut. Aber der Unterschied ist eben, dass es nicht einfach nur ein Kaffee ist, sondern dass es eben ein richtig guter, richtiger Kaffee. Was ist das eigentlich für ein Kaffee? Ein Espresso aus Brasilien und aus Vietnam. Es ist nämlich doch schon ein Unterschied, ob man einfach so einen Kaffee nimmt oder ob man einen richtig guten Kaffee nimmt. Ich habe es probiert, ich kann ja nur sagen, es schmeckt lecker. Prost. Mmh.